At once. Das war, ist einer der schwierigsten Orte, die ich in Erinnerung habe. War vielleicht ein Fehler, hier reinzugehen. Oh, eine Wiederbelebungsschriftrolle. Hm. Schnaps. Die chemische Flüssigkeit in diesen Flaschen haben sich in verschiedenen Schichten abgesetzt. Ja. Vergebte, verblichene Karten der Bucht um Ondras Geschenk herum zeigen Routen durch die Schleusen der Deiche, die das Meer zurückhalten. In den Pfosten wurde der Name Meerwiff und eine Reihe nummerierter Kerben eingeritzt. Neben der niedrigsten Kerbe steht 4, neben der höchsten 17. Ah. Altersmessung. Evakuierungsanordnung. Die Anordnung ist durch Zeit und Salz ganz steif geworden. Edirische Verstärkung ist aus dem Vormarsch. Ondras Geschenk ist auf Befehl von Dukhadri sofort zu evakuieren. Und dann deine Korrespondenz. Und Geld. Ja, Geister machen echt verdammt viel Schaden. Und ich glaube, hier oben ist der Endkampf, für den wir nicht stark genug sind. Ja, hier ist Lilith. Und Lilith ist böse. Können wir hier rasten? Ja, wir könnten hier rasten. Du wachst auf und siehst Doriz, der seinen Stab mit beiden Händen vor sich hält. Auf der oberen Stabspitze flackert eine Flamme, die lange Schatten auf sein Gesicht wirft, als er mit nachdenklichem Gesicht vor sich hinstarrt. Trotz eines Feuerscheins können sich deine Augen nicht auf ihn konzentrieren. Vielleicht wachst du gerade aus dem Schlaf auf oder es handelt sich um einen Lichteffekt, aber er erscheint dir undeutlich an den Rändern verschwommen. Nur seinen Stab kannst du genau sehen. Der Stab erscheint seine Gravur zu studieren. Während du zusiehst, beginnen sie schwach rötlich zu leuchten, wie durch die Risse erhitzten Holzes. Die Linien leuchten wie geschmolzenes Metall und fließen die Ränder des Stabs entlang, bevor sie sich in einer Reihe komplizierter feuriger Adern verzweigen. Dort, wo seine Hände das Holz umklammert halten, häufen sie sich und pulsieren wie ein Herzschlag. Während du zusiehst, formen sich die Adern zu einem Dutzend separater Kreise, Kreise, die sich wiederum drehen, bis sie ihrerseits kreisförmig angeordnet sind. Sie pulsieren, warten und alles ist merkwürdig still und... Urplötzlich geht von dem Feuer ein gewaltiges Licht aus. Du spürst einen Luftstoß, siehst einen enormen Blitz und erwachst abermals. Doriz befindet sich immer noch am selben Ort, nun aber körperlich und real. Er scheint dich nicht bemerkt zu haben oder das oder auf das Geschehene reagiert zu haben. Dann reden wir mal mit Doriz. Ich dachte schon, dass ich deine Augen auf mir gespürt habe und jetzt kommen die Worte. Ich hatte einige Fragen, die ich dir stellen wollte. If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Wenn dich Zweifel und Neugier plagen, dann schlägst du dir die Fingerknöchel an der falschen Türe wund. Ich sah etwas Merkwürdiges. Du hast am Feuer gesessen und von deinem Stab ging ein starkes Licht aus. Tell me what you saw. Doriz ist still und starrt dir in die Augen. Sag mir, was du gesehen hast. Es gab eine blitzartige Explosion. Die Luft rauschte unglaubliche Helligkeit. It is the light of the Godhammer you saw. Doriz nimmt jedes Wort auf. Einen Moment lang ist er merkwürdig still und als er spricht, geschieht dies mit leiser Stimme. Das, was du gesehen hast, war das Licht des Götterhammers. Und ich habe Erfahrung dafür gekriegt, der Götterhammer. It was a weapon of Deerwood's people. A symbol of their independence. It saved the Deerwood. Es war eine Waffe der Bevölkerung des Dürrwalds, ein Symbol ihrer Unabhängigkeit. Sie rettete den Dürrwald. Was weißt du darüber? It brought the Saints' War to an end. Knocked a god from his perch. There are few that would deny Aeothis overstepped. The Godhammer reminded Aeothis of it. Durins Stimme bleibt leise und gleichmäßig, als würde er etwas wiederholen, das er schon viele Male gesagt hat. Entweder laut oder zu sich selbst. Er hat den Krieg des Heiligen beendet und einen Gott von seinem hohen Ross gestoßen.
Dorits Gesichtszüge versteinern sich. Es gibt nur wenige, die abstreiten würden, dass es Eotas übertrieben hat. Der Gotthammer erinnerte Eotas daran. You saw its light because I helped shape it. Give it life and release it into the world. Once seen, its glory is almost too bright to be believed and too bright to be forgotten. Du sahst sein Licht, weil ich bei seinem Bau geholfen, ihm das Leben geschenkt habe und ihn in die Welt entlassen habe. Durin schluckt und nickt. Einmal gesehen ist seine Pracht fast zu hell, um geglaubt zu werden und zu hell, um in Vergessenheit zu geraten. Du halfst dabei, den Götterhammer zu bauen? There were 12 of us. We fashioned the weapon, drafted plans for it, prayed for guidance at Ashfall, and it came to me there. Each of us were given a staff made from the forest of black trees around us, glowing with embers and fire far greater than this branch you see now. Wir waren zu 12, du uns nicht. Wir bauten die Waffe, entwarfen Pläne dafür, beteten um Führung bei Aschfall und dort habe ich ihn dann bekommen. Jeder von uns erhielt einen Stab aus dem Holz der schwarzen Bäume um uns herum, die viel mehr vor Glut und Feuer leuchteten als dieser Zweig, den du jetzt siehst. It felt as if the staff was Margrin's own finger, guiding my hand, guiding the other 11, the shadows of the 12 who had come to stand on the bridge to stop Aethys. Es fühlte sich so an, als ob der Stab ein Finger Margrin selbst sei. Sie führte meine Hand, führte die anderen 11, die Schatten der 12, die Eotas auf der Brücke entgegentreten würden, um ihn aufzuhalten. Ich sah ein Dutzend heller Kreise, die aus deinem Stab hervortraten. Even in that stand, there was a ritual to it. For the 12 that stood on the bridge, there were a dozen shadows cast, a dozen faithful of Margrin. Her fiercest supporters and shapers of the Godhammer. Selbst mit diesem Widerstand war ein Ritual verbunden. Für die 12, die auf der Brücke standen, wurde ein Dutzend Schatten geworfen, ein Dutzend von Margrins Gläubigen, ihren energetischen Unterstützern oder Bauern des Götterhammers. Durin stellt den Stab vor sich ab. Die Flamme an der Spitze flackert einen Augenblick, das Licht lodert leicht auf. Es teilt sich in einen Ring aus Flammen, einen nach dem anderen, bis ein Dutzend aufeinandertreffen. As 12 held Aethys fast, we 12 unleashed our prayers and let the Godhammer fall. So wie die 12 Eotas festgehalten haben, so haben wir 12 unsere Gebete entfesselt und den Götterhammer herabfallen lassen. Dann blüht sie hell auf einmal und nimmt wieder die Stärke einer Kerze an. Als es vorüber ist, scheinen die Schatten in der Nähe schärfer zu sein, als hätten sie Kanten und du blinzelst, um wieder klar sehen zu können. Durin stand noch immer wie gebannt in die winzige, kerzenartige Flamme. Shadows cast by the fire of the Godhammer, perhaps. And we shared their fate as well in time. Now the spine of the Deerwood is marked by the Godhammer. Marked by Margrin. Vielleicht Schatten, die vom Feuer des Götterhammers geworfen wurden. Die Flamme erlischt plötzlich und ohne Rauch, und später teilten wir ihr Schicksal ebenfalls. Nun trägt das Rückgrat des Dürrwalds die Spuren des Götterhammers, von Margrin markiert. Durin runzelt die Stirn und hebt seinen starren Blick vom Stab. Was meinst du mit teilten wir ihr Schicksal? Not all deaths come with stilled breath and stilled heart. Or other stilled passions beneath the waste. Some deaths come from silence. Nicht alle Tode sind mit regloser Atmung und reglosem Herz verbunden. Durins grunzt und zieht die Kordel seiner Robe zurecht. Oder mit anderen reglosen Leidenschaften unterhalb der Taille. Manche Tode entspringen aus der Stille. The connection we once shared with Margrin. After the light of the Godhammer, it was not the same. It was as if we'd lost our senses, and sense of purpose as well. Instead of victory, being welcomed, there was silence within and without. Die Verbindung, die wir einst mit Margrin teilten, nach dem Licht des Götterhammers, war sie nicht mehr dieselbe. Es war, als hätten wir unsere Sinne verloren und unsere Sinnhaftigkeit noch dazu. Anstatt des Sieges, anstatt willkommen geheißen zu werden, gab es nur Stille. Im Inneren wie auch nach außen. Not many can claim to have killed a god. It is less a heroic tale than you would think. And such a death, it changed our faith. All faiths, I expect. Doubt followed, and the world changed. I do not believe Margrin was pleased by what we had done.
Nicht viele können von sich behaupten, einen Gott getötet zu haben. Diese Geschichte ist nicht so heldenhaft, wie man denken würde. Und ein solcher Tod, nun erfährt er unseren Glauben. Alle Glaubensrichtungen, nehme ich an. Thorin starrt wieder auf die tote Spitze des Stabs. Der Zweifel folgte und die Welt veränderte sich. Ich glaube nicht, dass Magran damit zufrieden war, was wir getan hatten. Warum ist das the so? World is broken. The wheel stilled. There is sickness in the world's heart. Perhaps the price of crossing a god. Die Welt ist zerbrochen und das Rad zum Stillstand gekommen. Thorin kratzt sich an seiner Pockennarbe und hält inne. Dann zieht er seine Hand zurück und betrachtet sich stirnrunzelnd. Das Herz der Welt ist krank. Vielleicht ist das der Preis für die Verärgerung eines Gottes. Crossing two gods. Even as Margaren shaped our hands, perhaps we carried her will farther than was allowed. Just as Widewind did. Saint Widewind. Mortal arrogance to match mortal arrogance. Er grunzt, die Verärgerung zweier Götter. Selbst als Magran unsere Hände formte, trugen wir im Wind vielleicht weiter hinaus, als es uns gestattet war. Er hält inne und starrte seinen Stab an. Genau wie es Weitwind tat. Der heilige Weitwind. Thorin spuckt aus. Sterbliche Arroganz, um sterbliche Arroganz zu entsprechen. Yet if the world had changed, then I sought to change with it. If I had forgotten some of Margaren's teachings, I would find them again. I would make her see me again. Und dennoch, wenn sich die Welt verändert hätte, dann würde ich danach streben, mich nach ihr zu ändern. Wenn ich einen Teil von Margaren's Leben vergessen hätte, würde ich sie wiederfinden. Ich würde sie dazu bringen, mich erneut zu sehen. Was hast du getan? I remembered Margaren's teachings. How reminders on the flesh were more important than the death of a vessel. And I wondered if killing Aethys, if that had simply set him free, had it allowed him to escape his punishment and be taken on the wheel, like a mortal? Ich erinnere mich an Magrans Lehren, weshalb die Mahnungen auf dem Fleisch wichtiger als der Tod eines Gefäßes sind. Thorin rundete die Stirn und ich fragte mich, ob wir ihn wirklich befreiten, als wir ihn umbrachten. Hat ihm das gar gestattet, seine Strafe zurückgehen und zum Rat gebracht zu werden? Thorins Stimme geht seltsam nach oben. Zum ersten Mal wirkt es so, als würde er wirklich eine Frage stellen. Wie ein Sterblicher? Er schüttelt den Kopf. As I stepped from the now blessed Godhammer Bridge, I thought of Ashfall. I thought of the War of Black Trees. Wondered if I needed to be burned to find myself again. That is Margaren at her heart. At least that is my hope. These are the doubts that befall me. Als ich vor der mittlerweile gesegneten Götterhammerbrücke ging, dachte ich an Aschfall und an den Krieg der schwarzen Bäume. Und ich fragte mich, ob ich verbrannt werden müsste, um mich selbst wiederzufinden. Das ist Margaren in ihrem Herzen. Wenigstens hoffe ich das. Thorin runzelt die Stirn. Das sind die Zweifel, die über mich hereinbrechen. Was geschah nach deiner Rückkehr nach Ashfall? The road to Ashfall is long. Gives one time to think. And if you think long enough, you do not go home. I left without telling anyone, with only the robes I wore at Halgott, my staff and my name, which is long buried. Der Weg nach Ashfall ist lang und es gibt einem viel Zeit zum Nachdenken. Seine Hand festigt ihren Griff und den Stab, und wenn man lange genug nachdenkt, dann geht man nicht nach Hause. Ich ging, ohne mich von irgendjemandem zu verabschieden, nur mit der Robe am Leib, die ich bei Halgott trug, meinem Stab und meinem Namen, der seit langer Zeit begraben ist. Of my fellow 11 craftsmen, disciples, I know not what happened to them, if they suffered the same doubt as I did. But it was underserved. It was wrong. Had done all that, or had asked, grab victory from defeat and was aus den 11 aus den anderen 11 Hammerschöpfern und Jüngern geworden ist, ich weiß es nicht. Ob sie dieselben Zweifel wie ich erlitten, aber es war nicht angemessen, es war falsch. Wir hatten alles getan, was diese Hure verlangt hat. Wir hatten die Niederlage in einen Sieg verwandelt. Du fühlst dich, als seist du von deiner Göttin betrogen worden? There is something about being used and cast aside. Perhaps Widewen himself felt it. There at the end, when the hammer struck.
to be the proof that your god is hollow as the vessel it inhabits. Es geht darum, benutzt und verstoßen zu werden. Dorns kneift die Augen zusammen, als würde er sich auf einen fernen Gedanken konzentrieren. Vielleicht spürte er es sogar weit für selbst kurz vor dem Ende, als der Hammer zuschlug. Dass er der Beweis dafür war, dass sein Gott so bedeutungslos ist wie die Hülle, die er bewohnt. I tried to find purpose and avoided all contact with other Magranic priests. Did not seek the walls of Ashfall and sought to make amends to my God through actions. Ich versuche, einen Sinn im Leben zu finden. Ich mied andere Magranic Priester, suchte die Mauer von Ashfall auf und versuchte mich durch meine Taten mit meinem Gott zu versöhnen. I joined with the Purges for a time. And not long after came the first signs of the Hollowborn. So many crimes, trespasses, violations. The Salvation. Animancers were another sickness born of the Saints' War. A relapse of innovation, of desperation to heal what we had caused. All seemed worse than before the bridge, not better. And as years passed, the world became even worse still for the victory.